Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dead by Daylight Basic Killer. Ja, heute haben wir den Onryo am Start und fangen wir gleich mal an. Sadako Yamamura ist weiblich und Japanerin. Ihre Geschwindigkeit liegt bei 4,6 ms. Ihr Terrorradius beträgt 24 Meter. Ihr Wiegenglied in der Anderswelt ist 24 Meter. Die Stärke ist Flut der Furcht. Ihre Größe ist klein. Ihre Waffe, Ring der Wut, DSC, Sadako Rising. Synchronsprecherin hat sie keine. Sadako kann Überlebende mit einer mächtigen, verfluchten Videokassette zum Tod verdammen. Ihr Zorn ist unvermeidbar. Durch die Anwesenheit werden mehrere Fernseher beschworen, durch die sie sich teleportieren und mit bösartigen Absichten erscheinen kann. Wer sie sieht, kann sich sicher sein, dass ein furchtregendes Schicksal folgen wird. Sie kommt mit den persönlichen Talenten Geißelhaken, Fluten des Zorns, Ruf der See und erbarmungsloser Sturm. Sie ist ein schwerer Killer. Dies bedeutet, dass diese Killer eine spezielle Mechanik erfordern und mehr Übung, um effektiv zu sein. Kommen wir nun zu ihrer Hintergrundgeschichte. Der mächtige und tödliche Onryo Sadako Yamamura war einst die Tochter einer berühmten Seherin aus Izu Ueshima in Japan. Ihre Mutter ließ viele Fragen unbeantwortet. Den Seeleuten in ihrem Heimatort gefiel es nicht, wie ihre Mutter tagelang am Strand in die schäumenden Wellen des Meeres starrte. Manche sagten, wer zu lange im Wasser spiele, den werde das Monster holen. 9 Monate später wurde Sadako geboren. Als Kind schienen ihre gewaltigen Kräfte unkontrollierbar und sie flammten auf, wenn sie wütend war. Dies wurde offenbar, als sie bei einer öffentlichen Demonstration der Kräfte ihrer Mutter die Beherrschung verlor. Eine Journalistin nannte ihre Mutter eine Betrügerin, woraufhin Sadakos Zorn entbrannte und der Journalist tot zu Boden fiel. Danach nahm das Unglück seinen Lauf. Ihre Mutter starb und kurz darauf wurde Sadako zu einem alten, maroden Brunnen gelockt. Als sie über den Rand blickte, fiel ein langer Schatten über sie. Sie drehte sich um und spürte plötzlich einen heftigen Schlag, der ihren Schädel zu springen schien. Ihre Sicht trübte sich und ihr Verstand taumelte in die Bewusstlosigkeit. Sie spürte, wie 2 Hände sie über den Rand stießen. Schmerz explodierte in ihren Kopf, als sie auf den kalten Boden aufschlug. Ein schleifendes Geräusch erklang von oben und der Brunnen verfinsterte sich. Alles Licht verschwand, wie bei einer Sonnenfinsternis mitten am Tag. Jeder Zentimeter ihres Körpers schrie vor Schmerz. Als sie nach oben sah, erkannte sie den einzigen Ausweg. Sie grub ihre Nägel in den schlammigen Boden und kroch langsam zur Steinmauer. Sie versuchte, an den Steinen emporzuklettern, aber sie hatte weder Halt noch Kraft. Jedes Mal, wenn sie ein paar Zentimeter geschafft hatte, rutschten ihre Nägel an der feuchten Mauer ab und sie fiel wieder nach unten. Ihre Nägel waren bald blutig, denn der raue Stein ließ ihre Nägel brechen und zerriss das Fleisch darunter. Und doch versuchte sie es immer und immer wieder. Jahrzehnte später wurde die Wiese zu einem Erholungsort und eine Blockhütte wurde über dem Boden gebaut. Als ein Gast die Hütte buchte, sah Sadako ihre Gelegenheit, Rache zu nehmen. Sie sammelte ihre ganze Nensha-Kraft und projizierte einen schrecklichen Fluch auf eine Videokassette, der alle, die sie sich ansahen, nach 7 Tagen tötete. Ihr Zorn glich den Wellen der stürmischen See, gewaltig und unerbittlich. Als sie sich ihrer Wut hingab, entstand ein dunkler Nebel zu ihren Füßen. Das Geräusch brandender Wellen hallte im alten Steinbrunnen wieder. Plötzlich brach eine Flutwelle über die Mauern der Hütte herein und verschlang sie in einen Strom aus Schlamm und Schmutz. Der schwarze Strom überflutete auch den Brunnen darunter und verschluckte Sadako sofort. Als sie ihre Augen öffnete, stand sie an einem einsamen Strand und blickte auf den gewaltigen stürmischen Ozean. Ein dichter schwarzer Nebel streichelte die Wasseroberfläche. Sadako ging auf eine heranrollende Welle zu und verschwand langsam im dichten Nebel. Ihre 3 einzigartigen Talente. Der Onryo besitzt 3 einzigartige Talente, welche zu Beginn nur in ihrem Blutnetz gefunden werden können. Geißelhaken, Fluten des Zorns. Zu Beginn der Prüfung werden bis zu 4 zufällige Haken in Geißelhaken verwandelt. Du siehst ihre Auren weiß. Wenn ein Überlebender von einem Geißelhaken gerettet wird, werden die Auren aller anderen Überlebenden für 5, 6 oder 7 Sekunden angezeigt. Ruf der See. Nachdem ein Generator beschädigt wurde, wird dieses Talent für 60 Sekunden aktiv. Der Generator verliert Fortschritt mit 115, 120 oder 125% der gewöhnlichen Fortschrittsverlustgeschwindigkeit und du siehst seine Aura gelb. Jedes Mal, wenn ein Überlebender einen guten Fähigkeitscheck am einen von diesen Talent betroffenen Generator abschließt, erhältst du eine Benachrichtigung über ein lautes Geräusch. Erbarmungsloser Sturm. Wenn ein Generator 90% Fortschritt erreicht hat, erhalten Überlebende, die einen Generator arbeiten, immer wieder Fähigkeitschecks.
Wenn sie dabei versagen oder Reparatur unterbrechen, wird der Generator für 16, 18 oder 20 Sekunden blockiert. Erbarmungsloser Sturm kann nur einmal pro Generator pro Prüfung ausgelöst werden. Erreicht man Prestige, werden automatisch alle einzigartigen Talente der Stufe 1 der Onryo allen anderen Killer dem Inventar hinzugefügt. Weitere erreichte Prestigestufen fügen Stufe 2 und Stufe 3 der Talente dem Inventar aller Killer zu. Stärke, Flut der Furcht. Spezialfähigkeit, Manifestierung. Vor der Manifestierung wird der Onryo unentdeckbar und für Überlebende unsichtbar. In einem Umkreis von 24 Meter von ihm ist er ab und zu sichtbar. Der Onryo muss sich manifestieren, um Überlebende anzugreifen. Halte die Stärke-Taste gedrückt, um dich an deiner aktuellen Position zu manifestieren. Kurz nach der Manifestierung ist die Onryo für Überlebende innerhalb von einem Umkreises von 24 Meter weiterhin zeitweise sichtbar. Danach ist er innerhalb von 24 Meter durchgehend sichtbar, solange er manifestiert bleibt. Der Onryo kann die Manifestierung verlassen, indem er die Stärke-Taste gedrückt hält. Projektion. Der Onryo kann auch eine materielle Form annehmen, indem er sich durch ein Fenster projiziert. Drücke die Taste für die aktive Fähigkeit, während du einen eingeschalteten Fernseher ansiehst, um dich hinein zu projizieren. Dabei schaltest du den Fernseher aus. Überlebendensymptom. Verdammt. Überlebende können Fernseher mit der Aktion Videokassette zurückholen, für kurze Zeit ausschalten. Überlebende können die Onryo-Botschaft verbreiten, indem sie ihre Videokassette in dem am weitesten von ihrer Position entfernten Fernseher einlegen. Dadurch wird ihr Fortschritt für verdammt verringert und der Fernseher wird ausgeschaltet. Bei einer Projektion der Onryo, wenn die Stärkeanzeige voll ist, erhält jeder Überlebende in der Nähe eines eingeschalteten Fernsehers Fortschritt für verdammt. Wenn du einen Überlebenden festhackst, der von verdammt betroffen ist, werden zwei seiner Zähler eingefroren, wodurch er sie für den Rest der Prüfung nicht mehr entfernen kann. Ein vollständig verdammter Überlebender wird durch den Killerinstinkt angezeigt und kann getötet werden, nachdem er niedergestreckt wurde. Die Bewegungsgeschwindigkeit. Gehen beim Manifestieren 4 ms. Gehen beim Allgemeinen 4,6 ms. Gehen beim Demanifestieren 4,6 ms. Gehen nach der Projektion 6,9 ms für 2 Sekunden. Verdammt. Aktivierungsschwelle 7 Stapel. Zu diesem Zeitpunkt haben die Überlebenden ihr Verdammtmeter gefüllt. Stapel, die man erhält, wenn man einen Überlebenden mit einer Videokassette festhakt, plus ein Stapel. Dies gilt nur für die Überlebenden und nur bei Verwendung des Zusatzes Ringzeichnung. Durch Projektion gewonnene Stapel plus ein Stapel, dies gilt nur für Überlebende, die sich in einem Umkreis von 16 Meter um einen eingeschalteten Fernseher befinden. Durch das Ausschalten des Fernsehers gewonnene Stapel plus 1. Stapel, die durch Entnahme eines verfluchten Bandes aus einem Fernseher gewonnen wird, plus 0. Stapel, die durch das Einlegen eines verfluchten Bandes in einen Fernseher verloren gehen, minus 3. Dauer des Killerinstinkts bei vollständiger Verdammung, 6 Sekunden. Passive Verdammung, ungenutzte Mechanik. Passiv gewonnene Stapel beim Tragen eines verfluchten Bandes, 0 Stacks pro Sekunde. Pausierung während der Verfolgung. Pausepuffer nach einer Verfolgung, 16 Meter. Bleibt der Killer nach Beendigung einer Verfolgung in diesem Bereich, bleibt die passive Verdammung pausiert. Verzögerungstimer nach Überschreiten des Pausepuffers 6 Sekunden. Bleibt der Killer so lange außerhalb des Pausepuffers, wird die passive Verdammung fortgesetzt. Fernseher. Mindestens Abstand für den am weitesten entfernten Fernseher 32 Meter. Maximaler Abstand für den weitesten entfernten Fernseher 76 Meter. Radius des Wirkungsbereichs 16 Meter. Dieser Radius nur um eingeschaltete Fernseher wird für die Anwendung der globalen Verdammung nach der Projektion sowie für die Anwendung anderer Effekte und von Zusätzen verwendet. Dauer der Abschaltung durch Überlebende 70 Sekunden. Dauer der Abschaltung durch das Einlegen einer Videokassette 70 Sekunden. Abschaltdauer bei Beginn der Prüfung 30 Sekunden. Abschaltdauer durch Projektion 45 Sekunden. Ausschalten Interaktionszeit 0,5 Sekunden. Interaktionszeit für das Abrufen und Einlegen der Videokassette 1 Sekunde. Entfernung zum Abspielen des VFX des verfluchten Bandes 16 Meter. Dies bezieht sich darauf, wie nah ein Überlebender sein muss, damit der Fernseher das Band abspielt. Abstandsschwelle zu Generatoren 16 Meter. Wenn ein Fernseher innerhalb dieser Schwelle erscheinen kann, versucht das Spiel, den nächsten Fernseher weiter entfernt zu erschaffen als üblich. Alle Fernseher neu starten, wenn der letzte ausgeschaltet wird, deaktiviert. Diese Mechanik würde ähnlich funktionieren wie bei der Seuche automatisch Reinigung des Verderbens erhält, wenn alle Brunnen der Hingabe komprimiert werden. Projektion. Interaktionszeit 0,3 Sekunden. Der Onryo muss die Taste zur Aktivierung der Projektion so lange drücken, um sich zu teleportieren. Die Teleportationsdauer liegt bei 2,7 Sekunden. Cooldown. Abbruch-Cooldown 0,5 Sekunden. Maximaler Winkel 45 Grad. Dauer des verweilenden Statuseffekt unentdeckbar 1 Sekunde. Wiederaufladezeit der Stärketaste 10 Sekunden. Anderswelt.
Aufladezeit für Manifestierung und Demanifestierung 1,5 Sekunden. Cooldown für Demanifestierung 1,25 Sekunden. Dauer des verweilenden Flackerzustands 4 Sekunden. Maximale Sichtbarkeitsdistanz für Überlebende 24 Meter. Flackern. Anderswelt, sichtbare Dauer 1,5 Sekunden. Anderswelt, unsichtbare Dauer 1,2 Sekunden. Verweilen, sichtbare Dauer 0,5 Sekunden. Dauer des Verweilen unsichtbar 0,75 Sekunden. Auch sie hat einen Erfolg. Geschickte Onryo Siege in einer Partie als Onryo nur mit den drei einzigartigen Perks erbarmungslos. So, dann wie immer noch mal ein paar Nebeninformationen. Der Onryo kann durch einen Überlebenden, auch wenn sie demanifestiert ist, geblendet werden. Sie ist der erste Killer, dessen Größe in der Charakterbeschreibung im Spiel mit klein angegeben wird. Sie ist eine von vier Killer, die Fähigkeit hat, Überlebende ohne Memento Mori oder Talente zu töten. Die anderen sind das Schwein, der Wandler und der Henker. Sie ist der erste Killer, der sich mit 4,6 ms bewegt, aber dennoch einen verringerten Terrorradius von 24 Meter hat. Das Symbol, welches aus ihrem Basisangriff ausgestrahlt wird, ist was so viel wie Fluch bedeutet. Das Symbol, wenn man das Outfit verfolgte Überreste trägt, ist was Hass oder Groll bedeutet. Gelegentlich, wenn man länger untätig in der Lobby ist, kann sie den Spieler plötzlich anstarren. Die Art, wie sie Überlebende mit ihren eigenen Händen tötet, ist eine Anspielung daran, wie sie ihre Opfer in dem Film tötet. Der Nachname des Onryo Yamura besteht aus den Teilen Yama, was Berg bedeutet, und Mura, was Dorf oder Stadt bedeutet. So kann ihr Nachname mit Bergdorf übersetzt werden. Der Onryo ist der vierte Killer, welcher einen Gesang besitzt, welcher aktiv ist, wenn sie demanifestiert ist. Der Onryo hat ein einzigartiges Atemgeräusch, das an Meereswellen erinnert. Dies ist eine Anspielung auf ihren angeblichen biologischen Vater, ein bösartiges Wesen, das im Ozean lebt. Wenn der Spieler im Menü verweilt oder Blutsatz levelt, erschreckt die Onryo den Spieler gelegentlich, indem sie sich schnell in die Nähe der Kamera teleportiert und den Spieler anstarrt. Wenn der Spieler die Onryo umdreht, um den Sprungangriff zu verhindern, dreht sie sich sofort zurück, um der Kamera für den Sprungangriff gegenüberzustehen und kehrt dann in die Position zurück, in der der Spieler sie zurückgelassen hat. Das verfluchte Video wird auf einem Fernseher abgespielt, wenn sich ein Überlebender in Reichweite befindet, um vom Onryo verdammt zu werden, indem er sich dorthin teleportiert. Ansonsten wird nur ein statisches Video abgespielt. Dies kann genutzt werden, um den Aufenthaltsort eines Überlebenden zu ermitteln, wenn er versteckt ist. Dieses Video ist dasselbe, das man beim Start des Spiels als Zwischensequenz sehen konnte, als Kapitel 23 Sadako Rising das zuletzt veröffentlichte Kapitel war. Laut Nicolas Cage auf dem Summer Game Fest 2023 ist der Onryo einer der Gründe, warum Nicolas Cage in einer Zusammenarbeit mit Behavior Interactive interessiert ist. Denn Horror ist sein Lieblingsgenre. Ja, das war's mit der Onryo. Wir haben mit ihr an sich auch eine gute Runde hinbekommen. Unbarmherziger Killer. Leider nicht erbarmungslos, dass wir den Erfolg bekommen konnten. Aber trotz dessen hat es sich auf jeden Fall gelohnt, sie zu spielen. Schaut gerne in die Playlist vorbei, wenn ihr euch für die anderen Killer oder für die Basic Survivor interessiert. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr wie immer beim nächsten Video auch mit dabei seid. Denn da ist nämlich die Dretsche dran. Also bis dahin, ciao, ciao.